Ich mache für euch ein Langzeit-Review der Davosa Ternus GMT als ja, Coke-Version. Seid gespannt. Ja, und damit willkommen zu diesem Langzeit-Review. Ihr habt es gesehen, verschiedene Orte, verschiedene Zeiten, verschiedene Male, dass ich dieses Öhrchen hier getragen habe. Ja, mein Lieber, ich bin hier auf Mallorca. Ich hoffe, es windet nicht zu sehr, dass ihr versteht, was ich meine oder sage. Wie ich es schon mal angekündigt habe im Video, ich habe mir eine Davosa Ternus GMT gegönnt und wollte die mal im Langzeit testen. Im Langzeit testen. Im Langzeittest testen, wie auch immer. Ja, wir unternehmen hier über Karneval eine kleine Flucht und sind nach Mallorca. Und da habe ich sie natürlich auch dabei, um mal zu gucken, wie sie sich so am Arm trägt. Weil es ist ja immer etwas, wenn ihr so ein bisschen schwitzt und eine Uhr tragt, dann fragt ihr euch, je nachdem, Mensch, ist mir die zu schwer hinterher geworden oder klebt die am Arm oder nervt das gerade etwas? Und all solche alltäglichen Sachen, die versuche ich jetzt mal herauszufinden. Da hinten läuft Frau und Kind. Mal gucken, ob ich ihnen entkomme. Sie hat auch ein paar Gebrauchsspuren mittlerweile bekommen. Gerade so an der Schließe lässt sich das natürlich nicht vermeiden. Aber wenn man natürlich wirklich ein Langzeit-Review machen möchte und darüber etwas erzählen können möchte, dann sollte man die Uhr auch tragen. Die Ternus habe ich mir deshalb ausgesucht, weil ich sie immer schon sehr, sehr schön fand. Und ich wollte einfach nochmal, ja, durchaus mal einen, weil ganz ehrlich, eine Rolex GMT passt nicht an meinen Arm. Die ist zu klein. Und ich mag aber diesen Look und ich wollte eine hochwertige Uhr haben, die trotzdem dieses Flair ja, einer Luxusuhr, einer Rolex ausstrahlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Davosa schafft das. Ich hatte sie mit auf Mallorca, auf Gran Canaria, beim Jagen. Eigentlich in allen Ecken und Winkeln habe ich diese Uhr getragen. Durch den warmen Sommer durch. Und ich muss sagen, sie hat mir richtig gut gefallen. Ich blende euch jetzt hier mal die technischen Daten ein, da muss ich die jetzt nicht alle nochmal durchkauen. Was halt sehr auffällt, ist die Keramiklünette. Typisch, das ist die Coke, ne? Die Pepsi wäre die blaue, die Coke ist die schwarz-rote, wenn man jetzt mal vom Rolex ausgeht. Und die Uhr sieht so schön aus. Sie hat dieses Feuer der Uhren, die man sich als Luxusuhr vorstellt, gerade auch mit diesem Band. Ja, wir haben ja hier so eine Art Jubiläumband und guckt euch das mal an meinem Arm an. Das sieht richtig, richtig schön aus. Tja, heute nicht mehr auf Mallorca, sondern bei mir im Revier. Also eigentlich eine völlig untypische Jagduhr. Aber ist das hier nicht herrlich? Schaut euch das mal an. Eine wunderschöne Landschaft hier. Gut, hier Borkenkäfer. Dafür sind wir bei der Jagd da, dass wir helfen aufzuforsten und den Verbiss durch Rehwild zu vermeiden. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um Davosa. Trotz allem könnt ihr diese Uhr am Ende des Videos bei mir im Shop erwerben als Vorführer, als gebrauchte Uhr. Die ist jetzt wirklich relativ lange getragen worden. Denn ja, ich muss meine Sammlung einfach etwas reduzieren. Ich finde es zu schade, wenn die Uhren rumliegen. Und deshalb darf sie jetzt wirklich schweren Herzens gehen. Ich fand sie auch in der Wärme, ja, fand ich sie nie zu warm. Klar, das Stahlband passt sich irgendwann an. Es wird natürlich genauso warm wie dein Arm. Aber dadurch, wenn du dieses Jubiläumband hier hast, hast du natürlich zwischen den Gliedern noch reichlich Luftmöglichkeit oder Zirkulationsmöglichkeit. Aber es tatsächlich am Ende so ist, dass das die Luft ist oder einfach nur ein psychischer Effekt, den ich da habe. So eine Art Placebo-Effekt. Aber ich fand das richtig gut. Also ich fand sie angenehm zu tragen, selbst unter hitzigen Konditionen. Ich habe sie wirklich nicht geschont. Sie hat aber nichts abbekommen. Also wenn ich mir angucke, ist es eine Uhr, die so da steht wie vorher auch. Klar, an der Schließe sieht man ein paar Gebrauchsspuren. Ansonsten hat sie eigentlich, wenn ich das so betrachte, nichts abbekommen. Klar, Keramiklünette ist kratzresistent, da kann eh nichts passieren. Saphirglas ist kratzresistent, kann nichts passieren. Und wenn ihr ein bisschen aufpasst und nicht gerade mit den Kanten und so weiter irgendwo ranhaut, ja, man muss ja auch nicht mit den Uhren umgehen wie eine Axt im Wald, ja, dann seht ihr, ist auch eine Uhr, die getragen ist, immer noch in einem, wirklich jetzt von der Schließe mal abgesehen, und ich meine, das ist auch nicht der Wahnsinn, die Schließe, ja, ich zeige es euch mal hier. So, da ist jetzt kein
Ich weiß nicht, ob Sie es überhaupt sehen können. Das ist so ein bisschen Gegenlichtkratzer vielleicht, ja, die man da vielleicht irgendwo sieht. Das ist Mikrozirls. Also die kriegt er mit einer leichten Polierung auch easy wieder raus. Beziehungsweise hier ist ja eine Mattierung, so ein Streifenstift drauf, fertig. Aber die würden bei euch auch reinkommen. So, und dann kann man so eine Uhr auch wirklich zu sämtlichen Aktivitäten anziehen und ich kann es euch auch nur ans Herz legen, macht es einfach. Es ist zu schade, solche Uhren liegen zu lassen. Also wenn ich jetzt wirklich ein Fazit von, ja, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich sie jetzt? 8 Monate, 9 Monate? Wenn ich das jetzt ziehen soll, dann kann ich wirklich nur ein sehr, sehr positives ziehen. Sie hat alles mitgemacht, sie läuft wie am ersten Tag. Das Band, alles sieht top aus, es trägt sich durchgehend gut, also auch im Sommer kein Problem. Es ist eine echt schöne Uhr und mit 1.590 Euro finde ich sie mehr als angemessen bepreist. GMT-Werk, Keramiklünette, cooles Band und so weiter. Ja, eine coole, sehr schöne Uhr. Bei mir im Shop könnt ihr jetzt diese schweren Herzens für 1.150 Euro kaufen. Habt dann Schnapper gemacht. Ihr wisst, von wem es kommt, ne? Also von daher könnt ihr euch da ganz getrost drauf stürzen. Ich bin gespannt, wer der Glückliche wird. Meistens dauert das ja nicht so lange. Mir interessiert natürlich vor allen Dingen auch ihr da draußen. Ich denke, es sind einige, die eine Davosa tragen. Erklärt noch mal oder schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr zu Davosa steht und was ihr für Erfahrung mit Davosa habt. Und wie immer, alle vernünftigen, fundierten Kommentare versuche ich persönlich zu beantworten. Und bevor ihr jetzt wieder verschwindet, würde ich euch doch bitten, den Kanal zu abonnieren, damit ihr solche Langzeit-Reviews und dieses Jahr werde ich noch ein paar ganz andere Sachen machen, nicht verpasst. Und ich freue mich, euch beim nächsten Video selbstverständlich wiederzusehen. Bis dahin mal. Ciao, ciao.